Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute aus dem Schwarzwald. Ich bin hier in Laa und stehe vor dem wunderschönen alten Rathaus. Das ist eine der Sehenswürdigkeiten der Stadt. Und ob das was mit meinem Rezept zu tun hat heute, das ich für Sie suchen darf, ich glaube nicht. Und damit wir gleich ein bisschen schlauer sind, lese ich mal in meinem Umschlag, was uns erwartet. Ein langer Text, oh je. Liebe Susanne, wir sind so gespannt, ob du weißt, was sich hinter diesem Rezept verbirgt. Prägele mit Bibliskäse. Hört sich doch an wie ein Spiel oder vielleicht ein Kosewort. Heute sollst du jemanden finden, der dir das Rezept übersetzen kann und dich anschließend in seine Küche mitnimmt, um dich in die Geheimnisse dieser Spezialität einzuweihen. Du schaffst das schon. Wir wünschen dir viel Erfolg und natürlich guten Appetit. Deine Redaktion. Bibliskäse könnte ein Käse sein. Prägele habe ich noch nie gehört. Auf geht's. Das sieht mir nach einem Lokal aus. Hallo. Hallo. Sie sind von hier, gell? Ja. Ich bin die Susanne Nett. Fatima, und hallo. Hallo Fatima. Ich darf dieses Gericht, was so dick gedruckt ist, darf ich heute hier suchen. Okay. Prägele mit Bibliskäse. Oh, yes. Kennen Sie das? Auf jeden Fall nichts Italienisches. Nee, das hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Oder vielleicht sprechen wir es falsch aus? Nee. Was könnten das sein? Prägele. Gute Frage. Wissen Sie es? Nee, ich weiß es noch nicht, deshalb bin ich bei Ihnen. Jetzt gerade okay. Mal. Also es muss von hier sein oder so typisch regional. Typisch regional. Also dann gehen Sie doch gerade mal vielleicht, das ist nicht wirklich mein Fachgebiet, vielleicht einfach mal geradeaus zum Rebstock. Ja. Der Peter kann Ihnen bestimmt weiterhelfen. Wer ist denn der Peter? Das ist der Peter ist vom Rebstock, ist ein deutsches Lokal. Ah, gut. Genau. Ja, da das ja kein Italienisch ist, wird es dann was Deutsches sein. Gut, dann fragen okay, super. Wir da mal. Danke gerne, schön. Bitte. Tschüss. Ciao. Darf ich Sie mal kurz was fragen? Sie kennen sich mit gutem Essen bestimmt aus, oder? Sie kochen ja. Gerne? Ja. Da? Alles naja, klar. Also kochen kann ich nicht. Also ist die Fachfrau für gutes Essen. Die Fachfrau muss mir erst mal verraten, was das überhaupt sein soll. Ich suche heute Prägele mit Bibliskäse. Was ist denn das? Bratkartoffeln. Prägele ist Bratkartoffeln. Ja, Bratkartoffeln. Prägele vom Braten. Ja. Ach, sagt mal hier Prägele. Mir Prägele ja. Was? Ja, Prägele. Bratkartoffeln, was ist Bibliskäse? Das ist so, Mark. Ja genau. Weißer Mark mit Sahne ja. Drin und Kräutern. Ja. Und Bibel sind aber eigentlich kleine Hühnchen. Und die hat man früher damit gefüttert. Ja. Mit Quark? Mit Quark. Ja. Ganz klein war dort ein Quark-Bibi. Ach, Bibi. Bibi, Vögelchen. Ja, kleine Hühnchen oder Käse ist der Käse, ne? Okay, und Prägele ist Braten. Ja, jetzt macht alles irgendwie einen Sinn, was hier draufsteht. Ja. Sehr gut. Ja? Und ja. Wer hat denn heute von Ihnen Zeit, das mit mir zu kochen? Ich auch nicht. Ja, dann bleiben Sie übrig. Ne? Vielen Dank von mir, ich gehe jetzt gleich wieder heim. Also, ich glaube, Sie haben es eben nicht so verstanden. Es ist so, ich suche jemanden, der eine Küche hat und mich mit nach Hause nimmt. Das ist aber schade. Sind Sie schon zu dritt? Wir können auch knobeln. Nee? Nein. Okay, aber Sie haben mir schon mal sehr weitergeholfen. Haben Sie keine Zeit oder keine Lust, ganz ehrlich? Ich habe heute Geburtstag, ich habe leider keine Zeit. Alles Gute zum Geburtstag. Ich hätte es gerne gekocht, also für Sie, so als Überraschung. Aber das wäre dann wohl nichts, gell? Leider nicht. Alles klar. Dann gucke ich mal weiter. Danke und schönen Tag noch, gell? Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo, Entschuldigung. Darf ich Sie mal kurz stören? Ich darf hier eine Spezialität suchen in Laa und das heißt Prägele mit Bibliskäse. Kenne ich nicht. Kennen Sie nicht? Kennen Sie das? Bratkartoffeln sind die Prägele oder wie? Ja, genau. Und der Bibliskäse? So Streichkäse. So, ja, wie Frischkäse. Wie Frischkäse. Ja, genau. Und so körniger Frischkäse. Und den isst man einfach zu den Bratkartoffeln dazu. Ja. Es ist so, ich bin nur heute hier unterwegs und ich suche natürlich jemanden, der das mit mir zu Hause zubereiten kann. Ich kaufe alle Zutaten ein, man macht eine Uhrzeit aus und da habe ich gedacht, Sie könnten das vielleicht mit uns machen. Richtig leckere Prägele mit Bibliskäse. Und ich helfe auch dabei und räume auch die Küche wieder auf. Haben Sie Lust? Muss ich auf dich weitergeben? Na, ich habe keine Zeit. Ich auch nicht. Ich bin heute leider schon verplant. Ja. Kann man das nicht irgendwie umplanen? Wollen Sie mal überlegen? Wir überlegen mal, aber eher nein. Nicht. Sie sitzen bestimmt noch einen Moment hier. Ich laufe noch eine Runde und wenn Sie noch da sind, dann frage ich Sie noch mal. Alles klar. Können wir das machen? Das können wir machen. Okay, danke schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
darf ich Sie mal ganz kurz bremsen mit Ihrem Hund? Und zwar, ich darf heute ein Essen hier suchen, das heißt Prägele mit Wiebleskäse. Sind Sie von hier? Bratkartoffeln mit angemachtem Quark. Ah, und wie machen Sie das, den Quark? Mit was wird der angemacht bei Ihnen? Oh, das wird verschieden gemacht, mit Kräuter, frische Kräuter auf jeden Fall. Ups, ja. Der macht dir nichts, der macht dir nichts. Frische Kräuter auf jeden Fall. Und manche machen Sprudel rein, Mineralwasser. Ja, was damit was lockerer das? Wird. Ah, okay, einen Schuss Sprudel dann einfach. Und ich mache noch einen Schuss Sahne rein. Okay, und haben Sie denn heute Zeit, das mit uns zu kochen? Für die Zuschauer zuzubereiten, heute am Mittag irgendwann? So ganz spontan. Und wo soll das sein? Bei Ihnen in der Küche. Bei mir in der Küche? Wir haben nämlich keine Küche dabei. Okay. Und das ist so, ich kaufe nur mal die Zutaten ein, frage jemand auf der Straße, ob er da Zeit und Lust hat. Ja, das ist schwierig bei mir. Geht heute nicht? Ja, schwierig. Das ist aber schade. Ja, das okay, tut mir auch leid. Kann man nichts machen, aber Sie haben mir schon verraten, was es ist. Das ist schon mal super. Jetzt versuche ich mal auch, du armer Kerl. Ja, die macht nichts. Ja, dann trotzdem danke, gell? Tschüss. Jetzt erschrecke ich sogar schon Hunde hier. Oh Gott. So, gell? Ich werfe was ein und dann brauche ich eine Antwort von Ihnen, wenn das geht. Können Sie mir helfen, was das ist? Prägele mit Bibliskäse? Bibliskäse, ja. Was ist denn das? Ist was zu essen. Ach so. Ach so. Das ist letztendlich. Noch nicht gegessen, nicht gehört? Nee. Nee? Mist, da hol ich jetzt wieder das Geld raus, ne? Nee, das mach ich nicht. War ein Spaß. Schönen Tag. Danke gleichfalls. Ja. Tschüss. Käse? Hallo, darf ich Sie mal ganz kurz stören? Sie kennen wahrscheinlich dieses Essen. Ja. Was ist das und wie macht man das? Also man kocht Kartoffeln. Ja. Und dann macht man kleine Scheiben, dann macht man die in die Pfanne. Und der Bibliskäse, was? Oh Gott, denn. Wie der geht? Naja, da müssen Sie jetzt, glaube ich, eine Generation älter fragen, wie Bibliskäse geht. Ja. Ich habe es noch nie selber gemacht. Ja. Und kann man das hier irgendwo essen? Oder gibt es hier ein Fest, wo sowas aufgetischt wird? Ich könnte mir jetzt vorstellen, unten im Gasthaus, wie heißt das? Rebstock. Mhm. Da gibt es, glaube ich, Prägele mit Bibliskäse. Ja? Aber da gehe ich mal da fragen. Dann kann ich vielleicht das Rezept rauskriegen, wie die das machen. Genau. Ja? Trotzdem, Dankeschön, gell? Bitte. Tschüss. Tschüss. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Also scheint nichts Kompliziertes zu sein. Bratkartoffeln, aber die sind hier besonders gut wohl. Und Bibliskäse, da möchte ich das Rezept noch mal ein bisschen mehr definieren. Und da gehen wir jetzt mal in den Rebstock. Ja, und hier sieht man oben den Storch, das ist der alte Storchenturm, ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Aber wir wollen in den Rebstock, weil da sollte Peter sein und der scheint wohl die Prägele mit Bibliskäse auf der Karte zu haben. Und da gucken wir mal, ob der uns ein bisschen was dazu erzählen kann. So. Hallo, Entschuldigung, sind Sie der Peter? Sind Sie der Peter? Ja. Ich bin die Susanne Nett, hallo, vom SWR. Wir sind jetzt hierher geschickt worden zu Ihnen. Sie machen deutsche Küche, habe ich gehört. Mach ich. Ja? Und Sie machen wohl das auch? Prägele mit Bibliskäse. Gibt es das bei Ihnen auch? Auf Bestellung, ja. Prägele immer. Ach, nur auf Bestellung? Ja, ja, ja. Und wie machen Sie das, wenn Sie das Geheimrezept verraten dürfen? Ich hole es vom Landwirt. Wie, Sie holen es vom Landwirt? Der hätte die Kuh, der hätte die Milch, der hätte die Produktion. Vom Bibliskäse? Vom Bibliskäse, genau. Also schon fertig? Genau. Was macht denn der da alles rein? Wissen Sie, das Kräuter, wissen Sie ja dann. Produkt, ja, genau. Ja. Der Rest ist halt sein Geheimnis. Ach so, jetzt kommen wir dem Geheimnis gar nicht auf die Spur, richtig. Gibt es hier irgendwie Landfrauen oder so Obst- oder Gemüsegeschäftchen, so kleine? In der Innenstadt direkt nicht, aber der Bauer Lehmann. Bauer Lehmann heißt der. Ja. Der macht den Bibliskäse. Ach, der macht der den? Der kommt der Bibliskäse, ja. Und der hat bestimmt auch Kartoffeln und so Sachen? Ja, der hat alles. Perfekt. Okay, super Tipp. Und ich kann sagen, der Peter hat, hat uns geschickt. Kein Gut. Problem. Dankeschön. Ich sag danke. Gute ciao. Zeit. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Wollt ihr was trinken? Danke. Wollt ihr was trinken? Ja, jetzt habe ich die Telefonnummer vom Bauer Lehmann und da rufe ich jetzt mal an.
ob der überhaupt da ist und Zeit und Lust hat, weil das wäre ja perfekt, wenn der den Biblis-Käse verkauft, wenn er mit uns zusammen mal macht und zeigt, wie es geht. Hallo, sind Sie die Frau Lehmann? Hier ist Susanne Nett, guten Tag. Hallo, ich bin die Susanne Nett vom SWR und der Peter aus dem Rebstock in Lahr hat mir Ihre Telefonnummer gegeben. Und zwar hat er gesagt, dass Sie den Biblis-Käse machen. Ja, und Sie würden den ganz besonders gut machen und wir sind heute für unsere Zuschauer hier unterwegs und suchen jemanden, der das uns zeigen kann, wie das geht mit Prägele. Nee? Heute geht, ja, wir sind nur heute da. Oh, das ist aber schade. Na gut, da kann man nichts machen. Dann trotzdem ganz lieben Dank. Ja? Okay, danke. Tschüss. So, der Sohn muss ins Training. Sie möchte das Geheimrezept nicht verraten. Kann ich auch ein bisschen verstehen, weil die Leute extra wegen dem Biblis-Käse zu ihr kommen. Sie hat keine Zeit, also wir haben schlechte Karten. Jetzt suchen wir einfach noch ein bisschen weiter. Es sollte nicht sein. Mist. Ich soll heute Prägele mit Biblis-Käse kochen. Ja. Kennen Sie das? Prägele, ja. Bratkartoffeln und Biblis-Käse. Ja. Und Sie kochen das auch selbst zu Hause oder lassen Sie das zubereiten? Das lasse ich zubereiten, wobei ich das aber mir auch zutrauen würde, das selber zu machen. Ja? Ja. So, und dann können wir das ja heute zusammen kochen, wenn Sie wollen. Sind Sie aus Lahr? Ich bin aus Lahr, also Reichenbach. Ja, das wäre ja perfekt, weil ich habe noch niemand gefunden, der das heute mit mir zusammen für die Zuschauer braten würde. Haben Sie Lust? Ja, wo soll man das machen? Bei Ihnen in der Küche? Ich habe ja keine Küche dabei, ich bin ja nicht ich von bin hier. Ja nicht, so bin ich jetzt auch nicht unterwegs. Also ich meine fast, dass eine Frau geeigneter wäre. Weil? Will ich das öfters machen. Ja? Ja. Ich finde es eigentlich auch ganz lustig, mal mit einem Mann zu kochen. Ich koche ja immer fast mit Frauen, wissen ja. Sie? Ich habe gedacht, Sie lächeln so nett und sind jetzt gerade fertig. Also Sie machen, ich muss Ihnen ehrlich sagen, Sie machen auch einen sehr, sehr sympathischen Eindruck. Das ganze Team generell. Ja. Und es, von daher gesehen ist es auch eine Selbstverständlichkeit, dass man, wer ein Lächeln bekommt, soll auch ein Lächeln zurückgeben. Gut. Deswegen. Ja, das ist lieb von Ihnen. Trotzdem Dankeschön und dann suchen wir einfach noch ein bisschen weiter. Genau, mach's. Ja. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Danke, war nett mit Ihnen. Tschüss. Mit Ihnen auch, danke. Ciao. Tschüss. Wir kochen heute aber nicht. Wie? Ich kriege schon eine Abfuhr. Sie wissen, was ich möchte. Ja. Wollen Sie kochen? Ja, klar. Ja. Ja, da kommen Sie mal heute mit auf eine Garde. Aber nicht zu Garten. Ihnen? Nee. Können Sie im Garten Prägele mit Biblis-Käse für mich heute machen, mit mir zusammen? Das ist nix. Kein Hexenwerk. Haben Sie Lust? Ja, wir machen Biblis-Käse mit Bratkartoffeln. Sind Sie hier aus Lahr? Ja. Perfekt. Wie ist denn Ihr Name? Marie-Louise. Marie-Louise, ich bin die Susanne. Ja, also genau. Mit der Marie-Louise mache ich Prägele mit Biblis-Käse. Ja. Ja, dann brauche ich von Ihnen jetzt die Information, was ich einkaufen soll. Weil ich habe gehört, das ist ein ganz besonderer Käse. Ja, vor allen Dingen die weltbeste Kartoffel müssen Sie nehmen. Die Agria. Ich schreibe es noch oder auf. Für wie viele Personen brauchen Sie es denn? Für 15 oder was? Biblis-Käse müsste Sie kaufen. Und wo kriege ich den? Ah, den kriegen Sie auch im Bioladen. Biblis-Käse. Biblis-Käse kriege ich doch im Bio. Monika, was machst du dazu? Monika, darf ich Sie mal so nennen kurz? Weil ich weiß ja nur Ihren Vornamen. Was für ein gekörnter Quark ist denn das? Also körniger Frischkäse? Körniger Frischkäse. Und wie viel Prozent soll der Quark haben? Ist das ein Magerquark oder was an? Also ich würde Magerquark nehmen und würde doch gleich wegen die Sahne drunter mischen. Ach so, dann machen wir hier wieder weiter. Also wir haben, das ist ja wie in der Muppet Show. Hoffentlich ist die Kisch sauber. Marie-Louise, Agria-Kartoffeln. Was fehlt denn jetzt noch? Petersilie kommt noch ein bisschen dran. Haben Sie im Garten? Habe ich auch, aber nicht so viel Hund, sondern eine glatte Petersilie noch. Ja. Und das kann man dann noch ein bisschen mit Zitrone abschmecken. Zitrone noch holen? Ein bisschen Zitronenschale dran, ist nicht verkehrt. Mhm. So, wer kocht jetzt mit mir? Die Marie-Louise? Ja. Und? Nur die Marie-Louise. Nur die Marie-Louise. Ja, wir zwei machen das. Okay. Gut, dann sage ich Dankeschön. Freue ich mich. Gut. Okay. Tschüss. Bis vielleicht später. Bis später. Ja, wir tschüss. Sind auch da. Jetzt haben wir jemanden, jetzt gehen wir einfach zum Einkaufen. Die Marie-Louise wird das mit uns im Garten kochen. Ich bin mal gespannt, es scheint ein bisschen lustig zu werden. Und ja, jetzt hole ich mal im Bioladen alle Zutaten, wenn ich die bekomme. Und dann geht's auch schon los.
Erst nochmal gucken ins schlaue Buch. Was habe ich mir aufgeschrieben? Petersilie. Petersilie mit Zitrone. Das heißt hier Ghee, das ist wie Butterschmalz. Und dann brauchen wir natürlich noch die wichtigste Zutat für den Bibliskäse, den körnigen Frischkäse und Quark und Sahne. Nehmen wir mal davon. Zwei, dreimal. So, nochmal reingucken ins Körbchen, aber ich glaube, dann haben wir alles. Na, der Wein fehlt noch. Habe ich gesehen, da hinten ist ein Regal, da gucken wir nach was Regionalem natürlich. Ich glaube, dass dazu auch gut ein weißer Burgunder passen würde. Ja. Wunderbar, ja? Danke. Ich danke auch. Danke. Für Sie auch, danke schön. Und wieder sind Kartoffeln im Korb, er hält aber noch. Und jetzt freue ich mich, dass ich zur Marie-Luise darf. Und da wird jetzt endlich mal was gekocht. Auf geht's. Jesus. So, da muss die Nummer 7 sein. Und jetzt schauen wir mal, ob die Marie-Luise auch da ist. Sie hat gesagt, wir dürfen einfach reinlaufen zum Wintergarten. Das machen wir jetzt mal. Muss man dann klingeln? Ich klingel trotzdem mal. Hallo. Hallo, da sind wir jetzt. Ja, hallo, grüß Sie. Schön. Freue mich richtig. Ja, toll. Sie haben alles gekriegt, wie ich sehe. Ich habe alles bekommen. Wo darf ich es denn abstellen und wo lege man los? Also ich würde sagen, wir gehen in die Küche, weil es ist ja jetzt doch sehr warm. Okay. Also da nichts passiert. Dann machen wir das so. Und da sind schon die zwei anderen Damen vom Grill, gell? Nee, vom Kaffeekränz hier. Sag mal kurz hallo. Hallo. Im Schatten, das ist der beste Platz. Hallo. Die Gäste aus Saarbrücken. Beide aus Saarbrücken? Ja, beide. Aha, dann müssen wir uns ja richtig Mühe geben im Kochen, gell? Ja, da ist man auch gut. Okay, dann gehe ich mal mit. Viel Spaß. Wir legen mal los. Ne? Gut. So, dann ziehen wir die Beine an ein bisschen, dass wir da durchkommen. Prima. Jetzt kommen Sie mal mit rein. Wir haben nämlich jetzt schon alles ausgebreitet und fangen jetzt einfach an. So. Wir haben den Käse, wir haben Quark. Hier haben wir schon mal die Kartoffeln aufgesetzt, gell? Ja. Dass die mal loslegen können. Mhm. Haben Sie sie auf volle Power, genau. Power. Die sollten ja eigentlich vom Vortag sein. Das ist noch besser bei Bratkartoffeln. Ja. Sammelt sich die Stärke dann besser. Ja, heute machen wir es ein bisschen anders. Ich würde sagen, wir schneiden jetzt erst die Kräuter. Und dazu müssten wir dann in den Garten gehen, die Zwiebeln rausholen. Weil ich habe Zwiebeln im Garten und Knoblauch. Ja. Und wenn das frisch geerntet ist, schmeckt das ganz besonders gut. Ja, also brauchen wir da aber was? Wenn wir in den Garten gehen, weil das gibt manchmal ein bisschen Schweinerei da draußen, weil das aus der Erde kommt. Das ist das erste Mal, wo ich jetzt einen Knoblauch dann raushole. Dann schauen wir mal, ob das gut geht. Ja. Gut. Da holen wir jetzt mal die Zwiebeln und wenn möglich noch mit einem guten Zwiebelrohr. Da würde ich sagen, holen wir mal die hier. Nehmen wir mal noch. Die da? Und, die hier. Und dann haben wir hier auch rote. Jetzt nehmen wir noch diese rote hier. Das ist jetzt eine weiße. Das ist eine rote. Okay. Also prima, aber wir brauchen dann doch noch ein bisschen mehr, weil wir sind ja doch. Ich würde noch eine Zwiebel nehmen, weil. Ich weiß nicht, wie viel da rein sollen in den Bibliskäse. Wir wollen ja auch noch Zwiebeln an die Prägele machen. Weil, ach so, okay. Sonst wird das ja nichts. Und wieso sind hier Blumen dazwischen? Die Blumen, die sind deshalb dazwischen, da sparen sie das Spritzen und die Zwiebeln, also das Gemüse bekommt keine Krankheiten, das ergänzt sich. Das ist so ein biologischer Garten. Wusste ich nicht. Ohne, oh doch. Nee, ehrlich nicht. Das weiß doch hört jedes Kind, dass man biologisch gärtnert und nicht mit... Ja, schon klar. Aber dass man so viele Blumen da dazwischen macht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Doch, da findet man ja fast nichts mehr, oder? Also die neuen Gärtner oder die das nicht kennen, die rein immer nur auf Nutzgarten gegangen sind, die machen das nicht, weil da könnt ihr unter Umständen die Blume da hier irgendetwas wegnehmen, dass der Knoblauch nicht so dick wird. Ach so. Aber das... Davon ist man weggekommen und macht es wieder wie früher. Ja, man ist nicht weggekommen, aber es gibt Leute, denen ist es lieber, sie haben eine gesunde Pflanze als eine dicke. Und was haben wir hier? Das ist Knoblauch, da ist jetzt etwas sehr mickrig. Aber ich habe gestern so viele Blumen hier sind. Nee. Gestern einen gesehen, der könnte dicker sein. Moment mal gerade.
Man kann auch dieses Knoblauchgras, von dem Knoblauch kann man auch mit an den so jetzt haben wir eine schöne. Mit an den Quark, schmeckt das ja, dann genau. Sehr nach Knoblauch, das Gras? Ja, das schmeckt genau wie Knoblauch. Aber das ist halt ein ganz frischer Geschmack und vor allen Dingen sehr gesund. Sehr gute, sehr viele Antioxidantien sind da drin. Also mir reicht das jetzt an Knoblauch. Ich wollte heute Abend vielleicht noch küssen, sonst geht das nicht mehr. Dann geben Sie Ihrem Küsser auch ein bisschen Knoblauch. Auch ein bisschen bringe ich den ein bisschen mit. Sie haben ja noch, das, gell? Das haut total hin mit der Küsserei. Warten Sie ab. Und da haben wir Liebstöckel. Das reicht aus. Mhm. Das ist ein sehr geschmacksintensives Gewürz. Und das Beet ist ja wirklich wunderschön. Wer hat denn den Garten so angelegt? Also der Garten wurde angelegt von dem letzten Stadtgärtner Brennemann im Stadtpark Laar bei der Villa Jamm. Das ist eine Stiftung von dem Herrn Jamm. Das war ein reicher Geschäftsmann. Der hatte diesen Park für seine Geliebte gebaut. Und als der Park fertig war, war die Geliebte weg. Und dann hat er dann nachher diesen Park der Stadt Laar gestiftet. Der Arme. Und der letzte Stadtgärtner, den er hatte in seinem Park, das war der Herr Brennemann. Also das wäre eigentlich mein Großvater gewesen. Ja. Allerdings bin ich adoptiert. Mhm. Ja. Ist trotzdem Ihr Großvater. Ja, genau, ist trotzdem mein Großvater. Schön. Geht einem das Herz auf, wenn man hier reinkommt. Und ich bin Laie. Ich habe überhaupt keine Ahnung vom Garten gehabt. Ich mache das wirklich learning by doing. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich alles, was wir eigentlich dazu brauchen. Gut, Zwiebeln, Knoblauch, Liebstöckel. Ja, ja. Und dann legen wir mit dem Bibliskäse los. Dann legen wir los. Ja. Dann ran ans Werk. Man, ja, genau. Kartoffeln sag ich schon. Zwiebeln haben wir jetzt genug. So, da haben wir eine gute Beute gemacht. Ja. Können wir uns vielleicht so aufteilen? Kräuter hast du schon gewaschen, dass du die Zwiebeln machst. Du das weißt am besten, gerne. Wie das geht. Und ich fange mit dem Käse an. Ja, wunderbar. Prima. Und ist es egal, was ich wie zusammenmenge oder muss ich was beachten? Also ich würde an deiner Stelle würde ich mir zuerst den Quark nehmen, würde ihn versuchen, ein bisschen cremiger zu kriegen. So, dann gucken wir mal. Und Sahne mache ich da auch schon ein bisschen mit rein. Ja, ich würde nur muss ein bisschen darauf achten, dass es nicht zu dünn wird. Denn wenn der anfängt zu das mit der Sahne. Mama am Schluss kann ich auch. Ja, würde ich ganz am Schluss auch schmecken. Okay. Und kochst du jeden Tag frisch in der Küche? Ich esse wenig, aber ich koche mir einmal am Tag was. Und mittags in der Regel koche ich mir was Frisches. Ja. Ich lade dann auch mal Freunde ein, die dann zum Essen kommen, weil ich ganz gern Gesellschaft habe beim Essen. Mhm. Aber ich koche mir immer was Gutes. Also ich bin eigentlich ein Genießer. So, das ist ja klasse. Wie hält man das? So. Dann widme ich mich mal den Kräutern. Ich würde dann sagen, ich gieße dann die Kartoffeln ab, sonst gibt das hier ein Drama, weil die sind jetzt wirklich... Ja, nee, das Drama brauchen wir nicht. So. Kennst du denn den Ursprung von dem Gericht, warum er das gemacht hat früher? Weißt du das? Ja, das kann ich dir sagen. Ich habe das nämlich gelesen eben. Und zwar... gut vorbereitet. Die Menschen hatten früher kein Geld für Speck und Schinken. Und sie hatten aber Kühe, die Milch gaben. Und dann hat man versucht, aus der Milch ein Produkt zu machen. Und hier im Badischen halt, hier im Ländler, wie man das so sagt. Also wie gesagt, das habe ich mir alles angelesen. Ist man dann hingegangen und hat... diese Käsegerichte gemacht. Ja. Und die hat man dann halt immer entsprechend mit dem, was man hatte, verfeinert. Mhm. Den Bibbel des Käses kannst du gemischt mit Kräutern machen, kannst du mit Zwiebeln und Knoblauch. Also immer das, was die Saison gerade so hergegeben hat, haben die dann da reingemacht. Und seit wann lebst du hier in dem schönen Haus? Also meine Mutter starb 2007 ganz plötzlich. Mhm. Und da war ich aber noch im Beruf. Ja. Habe dann noch 3 Jahre gearbeitet, habe das nebenher versucht am Laufen zu halten und bin dann, mit 60 bin ich dann in Ruhestand gegangen, habe dann aber noch Urlaubsvertretung 5 Jahre gemacht und dann konnte ich das ganz gut einrichten. Und da ging es auch meinem Mann noch besser und da sind wir immer hin und her gefahren zwischen Saarbrücken und hier. Ja. Und mein ganzer Bekannten- und Freundeskreis ist hier, auch durch meine Mutter habe ich natürlich sehr viele Laarer kennengelernt und das sind, also für mich sind das einfach ganz liebenswerte, nette Menschen. Also guck mal, ich würde sagen, jetzt mache ich dir noch einen Knoblauch, den hätte ich das beinahe vergessen. Als Rinde mit. Ja, also Knoblauch brauchen wir schon herzhaft. Ja. Und Knoblauch muss man schneiden. Wenn du den Knoblauch presst, dann stinkt er. Nur beim Pressen? Mhm. Okay. Und beim Reiben. Also man soll Knoblauch schneiden. Ja. Und dann kann man ihn auch so essen.
ohne dass man da die ganze Nachbarschaft verschreckt oder wen auch immer. Ja. So. Ich habe jetzt hier den Quark fast fertig gerührt, schmecken gleich ab. Möchtest du auch mal probieren, wie der Käse schmeckt? Ja, würde ich gerne machen. Jetzt muss ich nur gucken, das wird hier nicht jetzt so heiß. Zitrone ist ganz dezent, aber... Das macht nichts, das soll es auch sein. Lecker. Mhm. Das ist ein frischer Löffel. Ah ja, gut, danke. Was sagst du? Ein Chicken Salz würde ich noch dran machen. Doch, noch ein bisschen mehr. Mhm. So eine ordentliche Prise, aber... Jawohl, das denke ich. Und ein bisschen Pfeffer kannst du auch noch. Nochmal Pfeffer, okay. Sehr süß, die alte Mühle hier. Und was hast du mal gearbeitet, wenn du sagst, du hast dann aufgehört? Ich habe in der Klinik gearbeitet. Also eine Chefassistentin in die letzten 15 Jahre in der neurologischen Klinik und vorher im Zentrum für psychologische Medizin. Oh je, also was sehr Anstrengendes und Anspruchsvolles. Ja, es war auch gut anstrengend. Kommt immer darauf an, wie man zu seinem Job steht. Also ich fand es toll. Mhm. Aber war halt mein Leben, mein Beruf. Ja. Und hättest du eventuell noch Lust, eine Zwiebel in Ringe zu schneiden oder zwei? Ja, sehr gerne. Wenn möglich, nicht so dick. Ich habe jetzt gleich das Rezept schon fertig aufgeschrieben. Marie-Louise, wie sieht es denn bei dir aus mit den Bratkartoffeln? Die sind fertig, die können wir jetzt nehmen. Die sind wunderbar. Gut, ich habe auch alles fertig. Dann geh mal raus und probier mal. Das ist ja eigentlich das Schönste so immer, ne? Ja. Und das Kochen natürlich auch. Ich hoffe, dass jeder was abkriegen kann. Dass das, sollen wir jetzt da durchgehen? Das reicht gerade für mich. Ja. Oh Gott. Gut. Tata, wir kommen. Der große Moment ist da. Oh, stopp. Dankeschön. Ja, ja. Das ist auch so. Gieße ich als den Wein ein. Danke. Und jeder nimmt von dem Biblis-Käse? Ja. Ja. Wie heißt das? Biblis oder Bibels? Biblis. Biblis-Käse? Biblis-Käse heißt das, ja. Okay. Darf ich? Friederike? Hilft nicht. Danke, Susanne. Bitte schön. Ah, die sehen herrlich aus. Ja. Riechen nicht auch so sehr fein. Aus, das hoffe ich ja. Also sie hat nur gute Sachen eingekauft. Also, bitte schön. Ja, danke schön. Dann sage ich schon mal guten Appetit. Probieren wir es mal. Auch, ja. Also ich denke, das haben wir gut gemacht. Auch von der Würze, oder? Habt ihr sehr fein lecker gemacht. Ja. Jetzt muss ich mal einen Schluck Wein trinken nach der Arbeit. Mit frischen Kräutern aus dem Garten. Ja, und Zwiebeln und Knoblauch, der erste Knoblauch. Sehr fein. Mhm. Ich sage zum Wohl. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, wir bedanken uns auch. Für das offene Haus hier. Und du hast ja Ja gesagt, aber im Nachhinein wusstest du erst, was passiert. Ja? Erst mal Ja sagen, das ist immer gut. Nehmen wir immer wieder gerne. Ja. Ja. Das hing am Kochen, werde ich gerne kochen. Okay, zum Wohl. Und wenn Sie auch so viel Spaß wie ich hatten, oder die Marie-Louise oder die Friederike. Ja. Die Friederike beim Essen dann halt nur, gell? Ja, ich durfte nur beim Essen dabei sein. Dann können Sie es auch nachkochen. Sie finden wie immer das Rezept auf unserer Homepage. Und ich bin mal gespannt, was das nächste Mal mich erwartet. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. 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 Ja. Ist wirklich lecker. Ja, wir lügen ja natürlich. Mit den Kartoffeln war etwas problematisch, weil sie zu frisch waren. Ja. Aber